Wer kennt es nicht? Da sitzt man alleine in seinem vollkommen zugerumpelten Bus, weil man sich nicht mit Freunden treffen sollte aufgrund einer weltweiten Pandemie. Und möchte in den Wald gehen und vielleicht dabei auch noch seine Ukulele mitnehmen. Jetzt ist natürlich das Problem bei den Kackteilen, dass die halt massiv sperrig sind. Wer sich schon mal im Wald zwischen zwei Bäumen verkeilt hat mit seiner Ukulele, der weiß, wovon ich rede. Ein unabstreitbarer Vorteil ist dann natürlich, wenn man eine komprimierbare Ukulele hat. Ein absolut kurzweiliges und unverfängliches Unterfangen. Kann ich den ganzen Tag machen. Damit die Saiten nicht willkürlich rumflattern, habe ich hier an einem kleinen Stückchen Fahrradschlauch einen Haken befestigt. Ein Haken. Und zack, fertig. Ukulele in Pocket Size. Leine beidseitig eingehakt. Geschultert und ab in den Wald. Am Ende gibt es noch ein kleines Klangbeispiel, doch vorher erkläre ich dir noch mal kurz die Feinheiten der Konstruktion. Wenn du noch gar keine Ahnung vom Ukulelenbau hast, habe ich dir da oben ein Video verlinkt. Und auch noch mal eins für eine Ukulele, die ich komplett aus Müll gebaut habe. Um das aufzubauen, brauche ich den Deckel. Da habe ich einmal reingebohrt und dann mit der Stichsäge quasi diesen Sechskant rein geschnitten, welche genau über diese Schraube passt. Soweit war das vermutlich auch schon selbsterklärend. Für alle, die aus einem etwas neueren Zeitalter stammen und dieses Teil nicht mehr kennen, so sahen früher mal Wärmflaschen aus. Das Reinsliden wäre ja an sich keine sonderlich knifflige Angelegenheit. Problem wäre dann nur, dass die Deckelplatte höher wäre als das Fretboard. Und damit würden die Saiten hier potenziell aufliegen. Damit das nicht passiert, habe ich das Fretboard 10 cm vorher aufhören lassen und unten nochmal ein bisschen Holz dran geklebt. Und dadurch wird es dann hochgedrückt. Das heißt, hier ist am Ende eine Ebene und dann fehlt hier halt ein Stückchen Fretboard. Das fällt aber eh nicht ins Gewicht, wenn man einfach nur stumpf Akkorde schrammelt. Damit der Hals an sich hält, habe ich hier drin eine kleine Konstruktion vorbereitet, die von außen an die Pfanne dran geschraubt wurde. Der Hals wird ja am Ende mit einer Schraube befestigt. Nachdem eine Schraube alleine jetzt aber nicht für finale Rotationsresistenz sorgt, habe ich links und rechts einmal die beiden Backen. Die sorgen schon mal dafür, dass der Hals beim Ein- und Ausfahren einigermaßen die Richtung hält. Damit es aber im komplett ausgefahrenen Zustand wirklich sicher steht, habe ich in den unteren Teil einmal eine kleine Aussparung eingesägt und in den Hals an sich nochmal einen kleinen Metallstift reingeballert, der sich dann da rein verhaken kann und das somit vollständig aussteift. Ein ganz massives Problem ist, um den Hals wieder komplett auszufahren, muss ich die Saiten ein entschiedenes bisschen lockern. Also nehme ich hier oben überall mindestens eine Drehung raus. Und damit kriege ich es weit genug rausgezogen, dass ich die Schraube hinten wieder reinwürgen kann. Damit hat die Ukulele zwar wieder volle Länge, abgestimmt ist sie noch lange nicht. Und bis sie ihre Stimmung dann hält, wird auch noch eine ganze Zeit vergehen. Es ging jetzt doch erstaunlich schnell, die richtige Stimmung wieder zu bekommen. Doch ich kann dir trotzdem verraten, falls du dir sowas bauen solltest, du wirst es nicht allzu häufig nutzen. Der einzig wirkliche Vorteil ist, dass es Handgepäckgröße fürs Flugzeug hat. Aber nachdem Fliegen uncool ist, musst du dir halt was anderes überlegen, warum du es baust. Und der eigentliche Grund, warum ich es gebaut habe, ist, weil ich es witzig finde. Manchmal kann man Dinge auch einfach ihrer selbst willen machen. Und ganz ehrlich, eine zusammenschiebbare Ukulele ist schon ein bisschen cool, oder? Thank you.
Hille sit arle du akol, au combiné je relance encore avec l'espoir de te parler. J'ai vu ce voir ce qu'on me fout de fort, je peux pas m'empêcher. J'aurais voulu quelque chose de vieux, j'aurais voulu que tu m'allais bien, j'aurais voulu à la Paris, t'es fini, tu m'as tout pris, ma momie. Fragen oder Verbesserungsvorschlägen kannst du einfach gerne alles unten in die Kommentare ballern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es doch gerne positiv. Das kann man übrigens generell mal machen, weil das freut nämlich nicht nur mich, das freut nämlich jeden Videoersteller. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, oder? Das war ein subtiler Aufruf dazu, diesen Kanal zu abonnieren. Würde ich sagen. Bis später.